Ja, ihr Lieben, wieder zurück zur neuen Folge von Die Sims 4. Sind jetzt ja auf dem Weg zu, Weg mit Machete freimachen, genau, zu den Ruinen. Und, ja, da werden wir denn mal übernachten und, ja, gucken, dass wir das die Ruine durchschaffen. Mal gucken. Aber die werden wir schon locker schaffen. Wir haben ja lange gebucht. Wenn wir die Ruine durchhaben, ihr Be Casting bestanden, war er beim Casting. Der ist aber doch schon hier im Urlaub, oder? Wer bist du? Bingo Watanabe. Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Aber gut. Und plötzlich Faultiere. Es raschelt in den Bäumen, als sich Christina ihren Weg durch den Dschungel bahnt. Und sie schaut nach oben, von wo eine ganze Herde Faultiere zurückstarrt. Die Faultiere sehen Christina misstrauisch an. Soll sie einen Bogen um die Faultiere machen oder zwischen ihnen hindurchgehen? Anderen Weg. Faultierbegegnung. Christina geht einen Bogen um die Faultiere. Nicht zu stören, aber das spielt bereits keine Rolle mehr. Faultiere haben sie nämlich längst bemerkt und sie beschließt, den Rückzug anzutreten. Der Urwald ist zwar sehr dicht, aber sie entdeckt eine schmale Öffnung. Nina beschließt, schnell hindurchzukriechen. Scheucht dabei jedoch einen Fledermausschwarm auf. Die irritierenden Säugetiere hinterlassen ihren Krallen überall Spuren auf Christina. Aua. Zum Tempel reisen. Ja, wollen wir. Da wollen wir doch hin. So, sind wir schon mal am Tempel angekommen? Mal ganz kurz gucken. Hier gibt es doch den Baum der Emotionen. Ich kann alle nur ansehen. Warum kann man das alles nur ansehen heute hier? Glaub's ja nicht. Ja gut. Aber was wir jetzt nochmal machen werden. Nee, Süße. Gehst du mal in den Busch kurz bestäuben, obwohl du nicht so dringend musst. Aber spielt keine Rolle, dass du drinnen, wenn du erstmal ganz weit unten bist. Im Tempel. Ich wieder muss. Versuch das mal. Okay. Versuch das einfach mal. Hier noch zu untersuchen. Ach, guck mal, hier gibt es sogar eine Bar. Perfekt. Jetzt noch was zu untersuchen. Okay. Der Untersuch ist das erstmal.
Und? Christine hat herausgefunden, dass sie das Tor nicht mit allen Auslösern öffnen lässt. Er kann ihr Glück versuchen, indem sie einen Auslöser aktiviert oder einen anderen Mechanismus unter die Lupe nimmt. Was gibt's denn hier? Oh. Nein, du gehst ja nicht schwimmen. Versuch das hier nochmal. Hoffentlich haben wir da mehr Glück bei. Irgendwie, aber gut. Bisschen schneller. Wir müssen doch gleich was von unserem Grillkäse essen. Wir haben schon mal wieder ein bisschen Hunger. Nicht mit allen. Oh Gott, Hilfe. Aber hier haben wir nur ein, was, gut, dann, versuchen wir das mal. Es hat geklappt! Leute! Wir haben Glück gehabt. Gut, dann gehst du mal nach hier unten. Wo ist denn hier der Aus? Da. Mal einen Gang hier rein. Ja, hier gibt's was. Gut, dann untersuch das hier mal. Bin ich jetzt sehr gespannt. Ob das was wert? Mal ganz kurz. Das, nee, das ist keiner. Hier, das ist noch einer, den wir noch untersuchen können. Gut. Kümmert sich eigentlich auch jemand um. Anscheinend nicht. Ach, warte, was war das? Nicht mit allen. Okay. Ja, aber ich stimme das überein. Schreibt erst so schön auf, macht schön Notizen.
Muss ja auch mal sein. Mit keinem. Okay, dann haben wir jetzt 50-50 Chance hier. Wünscht mir Glück. Blätter, Hilfe und Gabe darbringen. Und wir hatten Glück. Wir haben heute nur Glück hier. Wir gehen mal hier rein. Hier werden wir unser Zeltplatz auch aufschlagen. Hier gibt es schon mal eine Schatztruhe. Okay. Dann isst du jetzt erstmal den Käse. Schatztruhe öffnen. Hier kannst du noch ausgraben. Weitergehen werden wir dann wahrscheinlich erst morgigen Tag, also in Sims morgen. Problem ist, wir haben hier drinnen nichts, wo sie auch mal auf die Toilette können. Da müssten wir ganz raus. Ganz so, aber. Macht jetzt ja auch nichts, müssen wir eben halt ganz trinken muss. Kann ich Zelt eigentlich auch aufstellen? Nee, das muss sie machen, ne? Okay. Macht jetzt ja auch nichts. Das gleich mal erledigen. Was du jetzt hier, Nicker, hier mal guck mal, du hast doch hier ein Zelt. Das hier ist einfach mal eine Welt. Aber nicht so komisch, dass du da rein kannst. Und dann schläfst du da drinnen. Oh, guck mal. Der Tempelwächter. Aber ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Heute ist ja Silvester. Dann wünsche ich euch, dass ihr gutes neue Jahr heute Abend reinkommt. Und dann wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Das heißt, sprich morgen. Und also hören uns wieder. Und dann macht schon einen entspannten Abend. Einen Tag. Bis morgen dann. Tschüss.